Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1. Der 25-Jährige sicherte sich heute früh den Titel beim Großen Preis von Australien in Adelaide. Michael Schumacher auf Benetton Ford kam am besten vom Start und ging sofort in Führung. Es gelang ihm allerdings nicht, seinen Verfolger und Titelkonkurrenten Damon Hill, Williams Renault, abzuschütteln. Die Entscheidung fiel nach 36 von 81 Runden. Fehler von Schumacher, der sich verbremst. Hill erkennt die Chance, durchzuschlüpfen. Verzweifelt versucht der Deutsche, seine führende Position zu verteidigen und auf die Ideallinie zurückzusteuern. Schumacher gibt an, dass beim Touchieren der Mauer seine Lenkung beschädigt wurde und er nicht mehr die volle Kontrolle über das Fahrzeug hatte. Beide Fahrer damit aus dem Rennen und Michael Schumacher reicht der Vorsprung von einem Weltmeisterschaftspunkt, den er mit nach Australien gebracht hat, zum Gewinn des Weltmeistertitels. Vor einem frustrierten Damon Hill. Das Rennen gewinnt der Brite Nigel Mansell, aber der 25-jährige Schumacher wird erster deutscher Formel-1-Weltmeister der Grand Prix-Geschichte. Mehrere hundert Motorsportfans aus Schumachers Heimatstadt Kärnten hatten sich in der Aula des Gymnasiums versammelt, um die Entscheidung vor dem Fernseher mitzuerleben. Allgemeiner Eindruck für die zahlreichen Schumi-Freunde: Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Als erster deutscher Formel-1-Pilot hat Weltmeister Michael Schumacher ein Grand Prix-Rennen auf deutschem Boden gewonnen. Der 26-jährige Kärpener siegte heute auf dem Hockenheimring beim Großen Preis von Deutschland. Ein jubelnder Weltmeister und über 100.000 feierten mit. Michael Schumacher stand nach den 45 Runden von Hockenheim auf der Zielgerade. Der Motor war ihm abgestorben, als er die deutsche Fahne eines Fans entgegennehmen wollte. Sein einziger Fehler heute. Die Zuschauer waren begeistert, obwohl das vielbeschriebene Duell mit Damon Hill schon früh beendet war. Nach der ersten Runde rutschte der Brite im Williams Renault von der Piste. Nach dem Silverstone-Zwischenfall vor 14 Tagen, wo er Schumacher von der Strecke gerammt hatte, schon der zweite folgenschwere Fehler des Titelkonkurrenten. Sein Teamchef Frank Williams saß mit steinerner Miene. In der Folge bewies das Benetton-Team wieder einmal, dass man die besten Rechner und mit Michael Schumacher den weltbesten Formel-1-Piloten hat. Trotz zweier Tankstopps, die Konkurrenten hielten nur einmal zum Nachfassen von Treibstoff und Reifen an, kam Schumacher zum Sieg. Mit geringerem Fahrzeuggewicht und dreimal frischen Reifen fuhr der Weltmeister am Ende noch einen Vorsprung von 6 Sekunden heraus. Michael Schumacher ist damit nicht nur der erste deutsche Formel-1-Weltmeister, sondern auch der erste Deutsche, der einen Weltmeisterschaftslauf im eigenen Lande gewinnt. Durch den Ausfall von Hill hat Schumacher nun einen deutlichen 21-Punkte-Vorsprung auf seinen härtesten Rivalen in der Weltmeisterschaftsgesamtwertung. Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher steht 3 Läufe vor Ende der Rennsaison vor dem Gewinn seines 2. WM-Titels. Mit einem Sieg auf den Nürburgring konnte er den Vorsprung vor seinem britischen Rivalen Damon Hill weiter ausbauen. War es Bewunderung oder Begeisterung am Ende des Rennens, applaudierte selbst Dauerkonkurrent Damon Hill einem überragenden Michael Schumacher. Hill, der nach diesem Dreher und zerstörtem Fahrzeug in der Schlussphase des Rennens aufgeben musste. Bei unsicheren Witterungsbedingungen hatte die Wahl der Reifen eine entscheidende Rolle gespielt. Im Vorteil waren bei abtrocknender Piste die Ferrari-Piloten, die noch beim Training nicht zu den Favoriten gehört hatten. Alesi hier hatte damit einen Boxenstopp weniger und teilweise bis zu 40 Sekunden Vorsprung. In einem überaus spannenden Finale gelang Schumacher eine bemerkenswerte Aufholjagd. Mit dieser Aktion 2 Runden vor Schluss zog er am Ferrari-Piloten vorbei und holte sich den 7. Erfolg dieser Saison. Der 2. Deutsche Heinz-Harald Frenzen musste nach einer Kollision Mitte des Rennens aufgeben. Mit 27 Punkten Vorsprung und 3 ausstehenden Rennen hat der Weltmeister den Titel damit so gut wie verteidigt. Riesenfreude bei Michael Schumacher, der sich beim Pacific Grand Prix im japanischen Haneda mit seinem 8. Saisonerfolg zum 2. Mal den Titel in der Formel 1 sicherte. Der 26-jährige Kärpener ging beim Start von der 2. Reihe aus kein Risiko ein und fiel kurzfristig auf Rang 5 zurück. Den besten Start erwischte David Coulthard, der vor Alesi und Berger in die erste Kurve ging.
In der fünften Runde dann der erste Angriff von Schumacher, der Berger in seinem Ferrari überholte und sich damit auf Rang 4 nach vorne schob. Nach 49 Runden übernahm der Titelverteidiger erstmals die Führung, als Coulthard den zweiten Boxenstopp absolviert. Im weiteren Verlauf des Rennens lieferte Schumacher einen weiteren Beweis seiner derzeitigen Ausnahmestellung, denn er gewann diesen Grand Prix ganz souverän und dies angesichts eines zusätzlichen Boxenstopps. Am Ende hatte Schumacher Runde 15 Sekunden Vorsprung vor Coulthard und Hill. Heinz-Harald Frentzen belegte Rang 7.